Hallo und willkommen. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Danke dafür. So. So, jetzt geht's los. Ich repariere wieder ein paar Autos. Einige werden eine Großbaustelle sein. Bei einigen werde ich improvisieren müssen. Den anderen werde ich vielleicht mal ein bisschen umbauen. Oder wie auch immer. Jetzt haben wir den Renault Alpine A110 von Burago hier. Es sind hauptsächlich Burago und Maestro und ein Road Dignitas Modell diesmal dabei. Dem hier, da ist einmal eine Spülmaschine gelandet und ist der ganze Chrom hier flöten gegangen. Spiegel ist weg, Lenkrad ist weg, Stoßstange hinten ist weg und der Türgriff hier hat Chrom gelassen. Das werden wir jetzt alles hier und Überrollbügel fehlt. Das ist das Spendermodell, der hat starke Lackschäden, Scheinwerfergläser fehlen, Achse hinten defekt. Aber ist soweit gut beisammen. Der hat alle Teile, die wir hier brauchen. Und ja, wir fangen auch mal direkt mal an. Wir werden erstmal den hier auseinandernehmen, damit wir die Stoßstange entfernen können. Dass wir von die coolere Stoßstange von ihm nehmen können. Der hat nämlich diese coolen Zusatzscheinwerfer, die er hier nicht hat. Auch dann einsetzen. So. Und werden ja auch die Innenausstattung jetzt gleich als erstes reparieren. Das ist leider normal. Hat seinen Hintergrund. Das Modell ist auch schon über 20 Jahre alt. Da kann das schon durch lange Standzeiten auch bei Modellautos zu Verformungen an Achsen kommen. Das ist leider unumgänglich. Außer man stellt ihn irgendwie hin, dass die Räder in der Luft hängen oder so, oder? Dann wird das vielleicht auch noch gehen, aber wer macht das schon? So. Erstmal entfernen wir die schädlichen Teile. Das ist ja einmal die Stoßstange hier vorne. Die ist leider Schrott. Oh, Ersatzrad fehlt auch. So, weg mit dir. Türgriff. Stoßstangen hinten, alles klar. Jetzt kommen wir zum Spender. Feuerlöscher fehlt auch. Auspuff fehlt auch. Scheinbar hat er schon mal als Teilespender gedient und deswegen fehlen ihm die ganzen Sachen. Der gehört noch zu Italien. Burago. Hier fehlt auch eine Schraube. Ja, die ganzen Kabel fehlen auch noch, sehe ich. Vom Motor, ja. Ganzen roten Gedönse hier. Ja. Wieso fehlt denn sowas? Wer baut denn sowas aus, ey? Ich sage euch ganz ehrlich, eigentlich lohnt sich der ganze Aufwand hier nicht, die so zu reparieren für mich als Händler. Aber ich mache das, weil das halt
auch irgendwo Spaß macht, ne? Es macht mir Spaß. Es ist schön, auch mal zu sehen, wie was entsteht und nicht immer was auseinanderzunehmen. So. Wo muss er denn hier wieder? Ah, da. So, Motor ist auch wieder top. Neuer Zylinderkopf. So. Stoßstange hinten. Rechter Türgriff. So, Spiegel. So, einmal das. Feuerlöscher, Überrollbügel. Die Gurte hat er dran gelassen. Ersatzrad. Lenkrad. Stoßstange. So. So, den Spender grob zusammenbauen. So, da kann der erstmal hier weg. So, der neue Türgriff rein. Aus der Kleinigkeit wurde echt ein Elefanten, ne? So. Kann ich leider nicht bei hochwertigen Autos machen. Das liegt einfach ganz einfach daran, bei den hochwertigen Autos lohnt sich das für mich eher, die zu schlachten, weil die Teile halt mehr wert sind. Und bei Burago, Maestro und Solido und wie die alle heißen, da lohnt sich für mich die Reparatur manchmal wieder rum, weil ich so viele Teilespender hier habe, wo ich aus zwei, drei Autos einen machen kann. Und ich habe immer noch genug Teile zum Verkaufen und, ne? Ersatzrad. Eine blaue Felge. Egal. So, die kurzen Schrauben kommen hier in den Seiten rein und die bisschen längeren Schrauben, die kommen immer in den tiefen Löchern rein. Das ist so bei Burago. Auspuff ist auch wieder dran. Stoßstange hinten. Mhm. Stoßstange vorne mit den coolen Zusatzscheinwerfern.
Das schöne auch bei Burago, einfach nur stecken, ne? In seltensten Fällen muss man kleben. Zack. Ist da wieder ein Sammlerstück und kein Schrottauto mehr. So, das war's für ihn. Kann in den Verkauf gehen. So einfach kann es sein. Ein bisschen rumgefummle, ging das schon wieder. So, der Motor ist leider nichts mehr. Da fehlen ja jetzt die Kabel. Ja, zack, rein in die Tütchen, damit nichts verloren geht. Jetzt haben wir was Einfaches. Ein 250 GTO von Burago. Hier habe ich schon was vorbereitet. Hier fehlt ein Türgriff. So. Wobei, ich poliere den erstmal. Der hat zwar ein paar leichte Gebrauchsspuren. Aber wenn man überlegt, das Modellauto ist aus den 80er, dann kann man damit schon eigentlich noch ganz gut leben. So reindrücken, bis man Widerstand merkt. Ne? Wenn du nicht richtig reindrückst, rutschen die wieder raus und sind beim nächsten Mal wieder verloren. So. So. Rücklichter dran, perfekt. Sekunde, Leute. Ich werde gerade abgelenkt. Okay, alles gut. So, was haben wir eigentlich hier für eine Baustelle? Pup, pup, pup.